Hallo Freunde der Nacht, heute mal wieder etwas zu Hunt Showdown. Und zwar hat sich sein Status geändert von Early Access auf Release. So, dazu gibt es einiges zu sagen. Ein paar Worte vorher, da ich eine faule Sau bin und gleich eigentlich weiterzocken möchte, mache ich das Ganze hier on the fly. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den ein oder anderen Stotterer oder Versprecher. Und los geht's jetzt mit den Menüs, was ich euch schnell erklären möchte. Und zwar in der Lobby habt ihr wieder die Wahl zwischen Kopfgeldjagd, sprich Bounty, oder Schnellspiel, sprich Quickplay. So, zu diesen zwei Sachen, zu diesem Kopfgeld und diesem Schnellspiel, gibt es von mir noch ein separates Video, wo ich euch das nochmal im Detail genauer erklären kann, was die Unterschiede sind. Wichtig sind vorerst zu wissen, dass ihr in der Bounty Dreiergruppen zulassen könnt. Das heißt, falls ihr allein oder im Duo unterwegs seid, aber trotzdem Dreiergruppen bekämpfen wollt, macht ihr einen Haken dran. Hier an dieses Kästchen. Fertig. Ansonsten könnt ihr hier über Invite Friends eure Steam-Freunde einladen. Einfach öffnen, auf Einladen klicken, fertig. Habt ihr den ersten Freund eingeladen, könnt ihr den zweiten Button aktivieren und den zweiten Freund einladen. So, dann noch schnell was zu den Verträgen. Vorausgewählt scheint hier immer der zufällige Vertrag. Es macht auch Sinn, ich spiele eigentlich immer zufällige Verträge, wegen der Boni hier, die ihr dazu, da geht's schon los, die ihr noch erhalten könnt zusätzlich. Ansonsten gefällt euch das nicht, wählt ihr gezielt einen Vertrag aus, wo ihr auch seht, auf welcher Map ihr spielt, wo die Bosse sich befinden, wie hier im Bereich, in den oberen bzw. unteren Bereich, getrennt durch diese rote Linie. Im unteren Bereich befindet sich also der Meuchler und im oberen Bereich die Spinne. So, das war's eigentlich zu den Verträgen. Dann kommen wir zu den Herausforderungen. Ihr habt wieder eine tägliche und eine wöchentliche Herausforderung. Bei den wöchentlichen Herausforderungen, ganz wichtig, könnt ihr 25 Blutmarken verdienen. Ich glaube, es sind immer bisher 25 Blutmarken gewesen. Ich habe es nie gesehen, dass es mehr waren. Sind ganz wichtige Dinge. Ansonsten tägliche Herausforderungen. Wenn ihr die erfüllt, kriegt ihr... kriegt ihr halt Gebrauchsgegenstände wie Waffen oder Verbrauchsgegenstände wie Dynamitstangen oder weißer Geier. Ansonsten gibt es da nicht weiter viel zu sagen, ist als relativ selbsterklärend. Letzte Mission ist ja recht interessant, könnt ihr nochmal gucken, wie lange habt ihr gespielt, bei wie viel Tötungen wart ihr unterstützend aktiv, wie viel habt ihr selbst getötet und wie viel hat dann insgesamt die Gruppe getötet und wie viel Kopfgelder habt ihr gesammelt mit dem jeweiligen Jäger. So ist, ja, ist okay, muss man nicht unbedingt haben. So, kommen wir zur Blutlinie. Hat sich auch optisch sehr verändert. Was immer geblieben ist, sind hier die zwei größeren Abschnitte, wo sich dann eure Plakette oder Abzeichen hier verändert optisch, und zwar ab Rang 34 und ab Rang 67. Ab Rang 100 könnt ihr unten auf den Prestige-Button klicken und euren Prestige-Rang 1 freischalten. Oder je nachdem, wenn ihr schon Prestige-Rang 5 seid, dann den 6 und so weiter und so fort. Links seht ihr nochmal die täglichen Herausforderungen, rechts nochmal die wöchentlichen Herausforderungen. Wichtig, Leute, passt auf, bis Rang 11 könnt ihr mit eurem Jäger im Spiel getötet werden. Ihr verliert ihn deswegen nicht. Ihr behaltet euren Jäger und seine Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr ins Spiel gegangen seid. Ab Rang 11 wird es kritisch, dann ist alles fort. Erschießen sie euch im Spiel, seid ihr sozusagen tot und das ganze Zeug geht flöten. Und ihr kriegt zu allem Übel halt auch nur noch die Hälfte der bis dahin gesammelten XP in dem jeweiligen Spiel. So, kommen wir zu den Statistiken. Hier könnt ihr auch nochmal euch einen Blick verschaffen, wie ihr gespielt habt in der Bounty und im Schnellspiel. Wie viel Jäger ihr getötet habt, wie oft ihr getötet wurdet. Ja, ansonsten ja nochmal eine Übersicht über die gesammelten Kopfgelder und so weiter. Kann man sich mal reinziehen, ist recht nett. Die Freischaltung, okay, ja, seht ihr, was ihr bisher freigeschaltet habt, ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist halt der andere Fakt, den ich euch dann gleich erzählen werde. Die Jäger. Ihr könnt jetzt, wie gehabt, könnt ihr 5 Jäger vorrätig halten. Wollt ihr mehr, könnt ihr jetzt bis zu 10 Plätze haben. Dazu könnt ihr die letzten 5 freischalten oder euch erkaufen über Blutmarken. Wird nicht passieren bei mir, denke ich. Mir reichen die 5 Jäger, die ich habe. Und ansonsten sind mir die 150 Blutmarken echt zu schaden. Mit denen lässt sich viel Besseres anfangen. So, was gibt's nochmal schnell zu dem Jäger hier zu sagen? Rechts seht ihr seinen bisherigen Items, mit denen er ausgerüstet ist. Ihr könnt halt durch
Mausklick halt andere Items zuweisen oder ihn erstmal ausstatten, wie hier Mary, da habe ich noch eine Verbandstasche und ein Fernrohr verpasst. Ansonsten nehme ich immer ein Messer mit. In dem Fall nicht, weil ich habe meine Nahkampfwaffe schon hier an der Romero. Ja, mit zwei Dynamitstangen hat die Gutste noch bekommen und das war's eigentlich. So, noch was Wichtiges, ab 25 könnt ihr, das war vorher im Early Access auch so, könnt ihr den Jäger in den Ruhestand schicken. Ab Stufe 25, das heißt, ihr bekommt für jede Stufe 100 EP gutgeschrieben, falls ihr den Jäger in den Ruhestand schickt. Sprich, hat er 25 Stufe 25 bekommt ihr 2500 EP gutgeschrieben auf eurer Blutlinie. Hat er Stufe 30, kriegt er 3000, hat er Stufe 40, kriegt er 4000 und so weiter. Ist eine gute Sache, kann man machen, falls man auch Bock auf einen neuen Jäger hat. So, was gibt's noch? Achso, die Perks. Ihr sammelt Erfahrungspunkte oder wie nennen sie das hier? Eigenschaftspunkte oder sowas. Gehen wir mal hier auf Chuck. Chuck hat noch 7 Eigenschaftspunkte, die er verteilen kann. Aufwertungspunkte nennen die das. Dann klickt ihr einfach hier drauf, dann seht ihr eure Perks, die ihr schon verteilt habt an dem Haken. Und die leuchten, die könnt ihr noch zuweisen. Klickt einfach mal drauf auf so einen Perk, dann seht ihr unter den Bildern die Beschreibung, was das Teil überhaupt macht. Wie zum Beispiel Bolzenwerfer verringert die Nachladezeit für Armbrüste. Okay, ist halt jetzt nicht so ein Ding, was ich brauche, weil müsste das bisher immer auf die Armbrust beschränkt. Schnellere Schussfolge bei Nutzung von einhändigen Pistolen, okay, und so weiter und so. Wenn ihr den jeweiligen Perk dann aktivieren wollt, klickt ihn an und drückt auf Anwenden. So, dann ist der Perk in der Liste. Ihr könnt ihn für 25 Blutmarken auch wieder entfernen, wie man hier unten rechts unter den Bildern so auf den Button klickt. Würde ich nicht empfehlen. Ich glaube, man sollte sich vorher genau durchlesen, was der Perk macht und ob ich den brauche. Ansonsten 25 Blutmarken sind immerhin eine ganze Woche Arbeit. Also sprich nicht eine ganze Woche Arbeit, aber halt eben diese wöchentliche Herausforderung. So, das war's zu den Jägern rekrutieren. Kann man entweder dann hier, wenn man die Liste noch nicht voll hat, steht hier Jäger rekrutieren, klickt da drauf. Oder man geht auf den Reiter hier oben, wo Rekrutierung steht. Dann kann man sich aussuchen, wen man möchte. Hier seht ihr die Preise mit den entsprechenden Items, die sie ausgestattet haben. Hier unten klickt ihr auf Jäger neu generieren. Bei mir, da ich das heute schon mal gemacht habe, muss ich jetzt, falls ich das nochmal machen möchte, 20 Blutmarken bezahlen. Den Teufel werde ich tun. Was ich euch aber nur erzählen möchte, falls ihr unten drauf klickt, ist immer der erste Jäger vorne ein kostenloser Jäger. Das würde ich euch für den Anfang immer empfehlen, einen kostenlosen Jäger. Die sind recht gut was heißt recht gut? Könnt ihr Glück haben, könnt ihr auch in die Scheiße greifen. Falls ihr mit der Ausstattung nicht zufrieden seid, klickt ihr einfach dann drauf. Wie Mary hier, die habe ich ja auch bloß kostenlos und bin eigentlich recht zufrieden gesagt. Die habe ich bloß nochmal ausgestattet mit Verbandstasche, Fernrohr und Dynamit. Ansonsten die Waffen finde ich eigentlich relativ okay. Kann man so lassen, falls nicht, tauscht die Waffen einfach aus. So, das war das zum Laden und zu den Büchern. Werde ich euch gleich im Anschluss noch was erzählen. Da habe ich schon mal ein Video vorher fertig gemacht, als ich gespielt hatte. Habe ich dann ein bisschen rumgeklickt, weil ich das nicht so gleich kapiert hatte, weil ich kannte das mit dieser, dass du praktisch alles über den Rang freischaltest. Je höher dein Rang, umso mehr schaltest du frei und so fort. Das hat sich etwas geändert, das erkläre ich euch gleich im Anschluss. Ansonsten haben wir hier noch die Rangliste. Falls es euch interessiert, ist jetzt nicht so mein Fakt, ist mal recht lustig immer mal reinzusehen, weil man sieht ja, hier seine KT ist 32, das ist schon krass und ich glaube, es geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Hier haben wir vorhin noch, was hatte ich vorhin noch gesehen, einen Hunter mit Prestige 74. Der Gute ist also schon 74 mal Rang 100 gewesen. In Anbetracht des der Tatsache, dass das Spiel, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, vor 3-4 Wochen released wurde. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber es ist jedenfalls verdammt kurz. Ja, so, okay, dann war es das erstmal soweit, dann mache ich das jetzt erstmal fertig, bin gleich wieder zurück und erkläre euch dann nochmal das mit dem Laden und mit den Büchern, was es damit auf sich hat. Also bis gleich.
So, dann bin ich wieder da und erkläre euch das jetzt mit dem Laden. So, was ihr hier seht, wir sind jetzt im Laden und dann seht ihr hier erstmal die Waffen, die ihr verfügbar habt, hell hervorgehoben, und die ihr noch freispielen müsst, sind dunkel hinterlegt und haben jetzt verschiedene Symbole dabei. Zum Beispiel nehmen wir mal die Nagant hier mit Schalldämpfer. Da seht ihr, wenn ihr draufklickt, auf der rechten Seite: Voraussetzung zum Freischalten: Sammle 1500 EP mit einer beliebigen Variante der Nagant M1895. So, dann könnt ihr auf diesen Bucheintrag klicken. Dann kommt ihr zu dem Buch. Dann seht ihr hier nochmal die Voraussetzung zum Freischalten der Nagant und euren bisherigen Fortschritt. Nagant mit Schalldämpfer 2%. Also die habe ich noch nicht so oft gespielt. Was mich jetzt ein bisschen verwundert, ist mit einer beliebigen Variante. Ich habe ja schon die gespielt, die hat schon 24% und die hat schon 18% Fortschritt. Warum das jetzt bloß bei 2% ist, weiß ich nicht. Ja, das ist mir jetzt erstmal ein Rätsel. Dazu kann ich euch jetzt auch weiter nichts sagen. Jedenfalls hier seht ihr dann, wenn ihr das freigespielt habt. So, das sind wir bei den Sachen. Es ist etwas verwirrend, es ist etwas kompliziert zu erklären. Es gibt drei Möglichkeiten, hier eure Dinger freizuspielen. Und zwar erstens über euren Rang. Haben wir jetzt hier irgendwo ein Symbol für den Rang? Ach hier, genau. Die Bornheim Nummer 3 hier unten in der Mitte. Die bekommt ihr ab Rang 30. Da seht ihr das mit dem Schloss. Da steht Rang 30 davor. Klickt mal drauf, dann steht Voraussetzung zum Freischalten: erreichte Blutlinien Rang 30. So, dann haben wir noch daneben die Bornheim Nummer 3, Kapazität. Die hat ein ganz anderes Symbol, ein Buch mit einer Kette drumherum. Klickt darauf, steht dort zum Freischalten Bornheim Nummer 3. Ihr müsst also, bevor ihr diese Waffe freischaltet, also die Kapazität, die normale Bornheim Nummer 3 freischalten. Wir können ja nochmal draufklicken, dann seht ihr das hier nochmal genauer. Zum Freischalten Bornheim Nummer 3. Also sprich die. Und die braucht ihr, die schaltet ihr erst frei, wenn ihr Rang 30 habt. So, und dann gibt es, wie gesagt, noch das mit dem Buch. Das ist halt eben mit einer beliebigen Variante so und so viel XP erfarmen mit der Pistole. Es gibt noch etwas anderes, und zwar, dass ihr, genau, ich glaube, das war die Armbrust. Nehmen wir mal Schrotbolzenarmbrust hier unten in der Mitte. Zum Freischalten Sprengbolzenarmbrust. Sprengbolzenarmbrust ist die hier. So, die sagt, zum Freischalten braucht ihr die Armbrust. Das wäre die rechts in der Mitte. Ihr müsst also, um die Schrotbolzenarmbrust zu bekommen, erst die Sprengbolzenarmbrust freispielen. Um die Sprengbolzenarmbrust zu bekommen, müsst ihr die normale Armbrust freispielen. So, das ist, glaube ich, das, was ich bisher so gesehen habe, diese drei verschiedenen Fälle. Also nochmal: ab Rang freispielbare, normal freispielbare über Einsatz der Waffen, indem ihr die Waffe spielt, sammelt ihr XP und schaltet damit die Waffe frei. Den Fortschrittsbalken seht ihr zum Beispiel bei der Getwell Conversion Kettenpistole hier unten. Oder haben wir nicht noch eine? Hier zum Beispiel bei der Winfield M1873C Heckenschütze hier oben rechts. Da seht ihr den Fortschrittsbalken. So, also wie gesagt, ihr müsst entweder über die IP die Waffen freispielen oder indem ihr vorherige Waffen freispielt. Schaltet ihr sozusagen nachfolgende Waffen frei, wie bei der Armbrust. Erst die Armbrust, dann die Sprengbolzenarmbrust, dann die Schrotbolzenarmbrust. Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich, was ich euch damit sagen will. Das ist ein bisschen komisch zu erklären, gerade wenn man jetzt so davor sitzt und sich das nochmal reinzieht. Okay, das war's. Ach ja, was es vielleicht noch gibt, ist, dass ihr hier auch noch Meisterschaften bekommt für hier gerade nicht. Was haben wir denn da? Irgendwo hatte ich doch schon mal was freigespielt.
die Winfield hier, genau. Da habe ich auch schon eine Meisterschaft freigeschaltet. Sieht man jetzt nicht mehr, aber für die erste Meisterschaftsfreischaltung gab es eine Blutmarke. Für die Meisterung Nummer 2 bekommt ihr halt 2 Blutmarken. Je nach Waffe können das wesentlich mehr sein, mehr Meisterschaften. Ja, das sehe ich gerade nicht. Achso, und wichtig hier, der weiße Balken ist euer Fortschritt, der schwarze nicht. Und es fängt auch wieder hier unten im südlichen Bereich des Kreises an. Und geht dann im Uhrzeigersinn rum, bis sich der Kreis wieder schließt. So, ansonsten gibt es noch das Monsterbuch. Auch hier nicht viel zu sagen. Ihr müsst die Monster töten, je nachdem, wie oft ihr welche Monster getötet habt. Entschuldigung. Steht auch hier, töte 5 Spinnen. Um diesen Eintrag freizuschalten, gibt es wieder Meisterungen. Meisterung 1, Meisterung 2, 3 und 5 und so weiter. Und dementsprechende Blutmarken dafür. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. So, das war es eigentlich soweit von mir. Dann hoffe ich, das Tutorial hat euch erstmal so ein bisschen durchs Menü gebracht. Und ja, warte, zu den Jägern wollte ich euch noch schnell was sagen, zum Rekrutieren. Es gibt nämlich, ach ja, hier sehen überlebende Jäger sind noch, falls ihr Quickplay spielt und mit dem Jäger heil rauskommt, praktisch wenn ihr die Runde gewinnt und als einziger die Runde lebend verlasst, wird dieser Jäger samt der gesammelten Ausrüstung, die ihr während des Quickplays eingesammelt habt, praktisch die ihr zum Schluss mit rausnehmt, sozusagen, der wird dann hier gespeichert. Und ihr könnt bis zu 4 Seelenüberlebende sozusagen vorrätig halten, mit denen ihr dann im nächsten Spiel weiterspielen könnt. Dann steigt ihr, ja, vermutlich mal, habe ich bisher noch nicht geschafft, steigt ihr wahrscheinlich mit dieser gesammelten Ausrüstung gleich in dieses Spiel ein. Ist ein Anreiz, kann man mitnehmen. So, dann haben wir hier noch die legendären Jäger. Das ist jetzt auch neu dazugekommen. Hier haben wir zum Beispiel schon den Hinweis auf das nächste DLC, Legends of the Bayou, dann wo ihr noch weitere legendäre Jäger bekommt. Was ich euch nicht sagen kann, vielleicht weiß es der ein oder andere von euch schon und wird es uns dann mitteilen in den Kommentaren, würde ich mich riesig freuen. Was passiert? Ich meine, es kostet 300 Blutmarken. Ja? Das ist jetzt auch nicht so von ohne, ja, nicht so aus Pappe. Und hier 700 Blutmarken. Ob die dann weg sind oder ob das praktisch wie Skins sind, die man halt behält und im nächsten Jahr, ich kann es mir nicht vorstellen. Man müsste es vielleicht mal ausprobieren, aber 300 Blutmarken. Ich habe ja gerade mal 362 und die jetzt in den Sand zu setzen, wäre mir erstmal ein bisschen zu blöd. Falls ich mal 1000 habe und mal Bock habe auf einen Test, dann mache ich das. Ansonsten, wie gesagt, falls ihr das wisst, gerne in die Kommentare, würde mich riesig freuen. So, das war es eigentlich soweit von meiner Stelle zur Bounty und zum Schnellspiel wird es nochmal ein separates Video in den nächsten Tagen geben, wo ich euch dann nochmal ein bisschen die Unterschiede erklären kann und vielleicht mal ein kleines Spiel euch mal zeige, wie das funktioniert. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen restlichen Abend und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.